Momentan wird sehr viel gebaut. Erfreulicherweise natürlich auch sehr viel in Holz. Häufig kommt da in den letzten Wochen die Frage auf, wie lange dauert es, wenn wir euch heute beauftragen würden, bis es auf der Baustelle losgeht? Das ist natürlich eine klassische Frage, die ich hier in diesem Video erstmal in Ruhe beantworten möchte. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Vierzwut-Kanal. Mein Name ist Benjamin Stocksiefen. Auf diesem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Bauen mit Holz und wie Holz dabei hilft, ein nachhaltiges und erfülltes Leben zu führen. Wenn ihr zukünftig kein Video mehr verpassen wollt, drückt gerne die Glocke, dann bleibt ihr immer aktuell. Ja, die häufige Frage, wie lange dauert es, bis es bei euch auf der Baustelle losgeht? Ein Klassiker, der mir in den letzten Wochen immer wieder über den Weg gelaufen ist. So einfach ist das gar nicht zu beantworten, weil es kommt hier sehr darauf an, wie ist eure Ausgangslage? Was habt ihr vor und welchen Leistungsumfang wünscht ihr euch generell? Die erste Frage ist, habt ihr schon einen Architekten, einen Planer an der Hand? Habt ihr fertige Pläne? Ja oder nein? Wenn das nicht der Fall ist, kann der Architekt oder die Architektin natürlich gerne aus unserem Netzwerk kommen. Es geht aber genauso gut, dass ihr fertige Pläne mit zu uns bringt und wir setzen euer Projekt nachher noch um. Grundsätzlich von der Zeitschiene ist es so, dass so eine Planung mit einem Architekten, wenn er jetzt heute anfängt, immer so ja, zwischen 1 und 2 Monaten dauert. Hier kommt es natürlich sehr darauf an, ob er beim ersten Mal direkt eure Vorstellung entspricht, der Entwurf, den der Architekt dann entsprechend gezeichnet hat. Das ist aber meistens so ein Prozess über mehrere Tage oder halt auch Wochen. Manchmal reift das auch nochmal übers Wochenende, wo man am Montag aufsteht und sagt, boah, was konnten wir denn da nur planen? Das haben wir uns doch gar nicht so vorgestellt und schmeißt dann trotzdem nochmal alles über den Haufen. Also dieser Prozess von 1, 2 Monaten, die in Ruhe euer Haus, eure Aufstockung oder euer Anbau geplant wird, ist ganz normal und der darf nicht vernachlässigt werden, wenn ihr eben noch keine fertigen Pläne habt. Wenn ihr fertige Pläne habt, ist es etwas anders, weil dann ist es ja so, dass oftmals der Bauantrag auch schon eingereicht wurde, und ihr nur noch auf die Baugenehmigung wartet. Die große Unbekannte in diesem Planungsprozess ist eben die Baugenehmigung, wann die bei euch zu Hause vorliegt. Sobald die vorliegt, habt ihr alle Zügel in der Hand, würde ich sagen. Weil auch dann, oder naja, wichtiger Hinweis ist da noch, werde ich auch häufig gefragt, hier aufgrund der Bauantragspläne können wir schon eine sehr genaue Kalkulation erstellen. Also das heißt, wir und auch unser Handwerkerteam für die ganzen Ausbaugewerke oder auch die Haustechnik, dann habt ihr halt auch da schon einen Preisrahmen, der euch Sicherheit gibt, wofür ihr am Ende des Tages auch euer Projekt umgesetzt bekommt. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit sogenannten Bauvereinbarungen. Das ist eine Vereinbarung zwischen euch und uns, dass wir die Sicherheit haben, euer Haus oder euer Großprojekt umzusetzen. Und ihr habt die Sicherheit, dass wir auch Ressourcen dann im nächsten halben Jahr für euch bereit haben. Weil auch bei uns, wir können es erst eintakten, wenn die Baugenehmigung bei euch zu Hause vorliegt. Weil dann geht die nächste Maschinerie los, bedeutet, der Statiker erstellt die Statik oder die statischen Berechnungen, den Wärmeschutznachweis, Schallschutz, teilweise Brandschutznachweis. Und erst dann geht es weiter, dass wir mit der Produktion bzw. erst mit der Werkplanung beginnen können. Auch in der Bauvereinbarung, mit der Unterschrift dieser Bauvereinbarung, sagen wir auch schon unserem Statiker Bescheid, dass auch der, sobald die Baugenehmigung bei euch vorliegt, sich die Kapazitäten und Ressourcen freihält, damit er dann auch direkt mit eurem Projekt loslegen kann. Der Zeitraum für die Statikerstellung und Wärmeschutznachweis, also diese kompletten Ingenieurleistungen, dauert meistens so zwischen 4 und 6 Wochen. Und dann habt ihr eigentlich alle Regeln geschaffen, damit euer Projekt starten kann. Und dann laufen eben 6 Phasen oder Prozesse gleichzeitig. Das ist unter anderem erstens, wir beginnen hier in der Halle mit der Produktion eures Großprojektes oder auch eben Hauses, Anbau, Aufstockung, je nachdem, was es auch wird. Vor Ort wird dann, wenn es jetzt ein Haus ist, eben mit den Keller- und Erdbauarbeiten begonnen. Es werden die Fenster bestellt, der Dachdecker bekommt eine Information, dass er dann auch in der Kalenderwoche so und so sich bereithalten soll. Der Putzer, wenn euer Haus verputzt werden soll, kriegt eine Info und natürlich auch der Gerüstbauer. So, diese Prozesse laufen parallel, dass dann in der Woche X, an dem wir uns euer Haus stellen, auch eben alle Rahmenbedingungen geschaffen sind, damit das schnell regendicht bei euch vor Ort steht. Und dann ist es eben so,
Wenn einmal die Gebäudehülle steht, ist es so, aufgrund von unseren Erfahrungen, dass innerhalb von, wenn man alles von Fachfirmen machen lässt und eben keine Eigenleistung oder so einbringt, sind es so zwischen 4 und 6 Monate ab dem Zeitpunkt, wenn euer regendichter Rohbau da steht. Wenn ihr jetzt Eigenleistung einbringt, ist es eben, kommt es natürlich sehr darauf an, wie schnell ihr dann die Arbeiten auch umsetzt. Dann ist es halt auch eher so ein halbes Jahr bis ein Jahr bis zum neuen Einzugstermin. Aber anhand dieser Komponenten seht ihr, dass es so einfach nicht zu sagen ist, wann es dann eben auch losgeht, wenn ihr uns heute beauftragt, wann es bei euch vor Ort losgeht. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Und ich hoffe sehr, dass euch das in diesem Video etwas klarer geworden ist. Und bei Fragen schreibt uns gerne eine Mail und ja, die beantworten wir dann auch immer kurzfristig. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Benjamin Stocksi.